Eine Astrologiepraxis in Berlin. Das Besondere, hier wird ausgebildet. Und das Beste? Das Ganze gibt's auf Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit. Also es besteht einfach ein großer Bedarf an qualifizierten astrologischen Beratungsangeboten. Und es ist eine sehr aufwendige Ausbildung. Da muss man mehrere Jahre investieren, damit man das gut kann, sodass es auch wirklich Nutzen bringt. Und da kann es natürlich auch sinnvoll sein, solche Ausbildungsmaßnahmen zu fördern. Sind wir auf dem Weg zum staatlich anerkannten Hellseher? Jeder fünfte Deutsche glaubt heute an eine Verbindung zwischen Schicksal und Sternen. Und über die Hälfte schwört auf alternative Heilmethoden. Und weil Bedarf Arbeit schafft, hält Esoterik bereits Einzug in deutsche Hochschulen. Der Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Frankfurt-Main, Hochschulexperte und Mitglied der Leopoldina, Josef Pfeilschifter, spricht aus, was viele nur hinter vorgehaltener Hand kritisieren. Esoterik ist auf dem Vormarsch. Esoterik sickert in der Tat in unsere Hochschulwelt. Dies ist Realität. Und hier müssen wir vehement, laut und auch vernehmlich Einhalt gebieten. Und da kann ich nur unsere Kollegen, die in der Wissenschaft ausgebildet worden sind, aufrufen, sich hier zu positionieren. Es gibt Gastvorträge von Kreationisten, anthroposophische Lehrinhalte und eine Vielzahl von Studienangeboten zur Homöopathie und anderer sogenannter Komplementärmedizin. Dies erfüllt mich mit großer Sorge. Und hier haben wir einen Nachholbedarf von Seiten der Wissenschaft, von Seiten aber auch der öffentlichen Bildungseinrichtungen, hier gegenzusteuern. Und wir müssen auch bereit sein, Humbug als Humbug zu bezeichnen. Wie schwierig das allerdings ist, zeigt das Beispiel des Instituts für transkulturelle Gesundheitswissenschaften an der Viadrina-Universität Frankfurt an der Oder mit einem Masterstudiengang in Komplementärmedizin. Schon die Gründung des Instituts hatte zu heftigen Diskussionen im Brandenburger Wissenschaftsministerium geführt. Homöopathie gehört laut Kritiker nicht in die Universität. Wir machen hier keine Esoterik, sondern wir machen medizinische Weiterbildung und ich würde sagen auf sehr hohem Niveau. Das passt manchen Leuten nicht, weil wir eben über Inhalte reflektieren, die verschiedene Gruppierungen als unwissenschaftlich abgestempelt haben. Aber dahinter steht ein sehr, sehr großes Missverständnis, denn Wissenschaft definiert sich nie über Inhalte, sondern immer nur über Methoden. So gesehen treibt das Frankfurter Institut keinen Humbug. Es geht nicht um eine Kritik an der modernen Medizin, sondern an einem Gesundheitswesen, in dem der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt steht. Dahinter steht die Frage, ob alternative Heilmethoden einen Ausweg zeigen können, besonders bei einer Vielzahl psychosomatischer Erkrankungen. Und das passiert in der Praxis bereits. So wird zum Beispiel im Berliner St. Josef Krankenhaus versucht, Hightech-Medizin mit alternativen Behandlungsmethoden zu ergänzen. Man setzt auf heilende Hände. Eine Behandlung, die eigentlich auf der Tradition des Geistheilens basiert und wenig mit moderner Medizin zu tun hat. Die Erfahrungen aber sprechen für die Methode. Ähnlich wie in der Homöopathie funktioniert die Placebo-Wirkung selbst bei Patienten, die nicht daran glauben. Hand aufzulegen, eine Pille zu verabreichen und dem Patienten geht es nachher besser, ist prima. Würde ich jetzt adäquat auch machen, wenn keine entsprechenden Nebenwirkungen vorliegen. Und problematisch mit mir wird es und kritisch wird es erst dann, wenn Sie ein Theoriegebäude dann entsprechend nachschieben möchten oder überbauen möchten. Allerdings wird genau das an der Viadrina-Universität versucht. Weil man gerne an mehr glauben möchte als an Placebo-Wirkung allein, muss die Quantenmechanik herhalten. Obskure Auslegungen der Physik zur Erklärung parawissenschaftlicher Behauptungen. Was ich mache und was ich gemacht habe, ist, dass wir versucht haben, neue theoretische Ansätze zu gewinnen, um zum Beispiel Phänomene wie Geistheilung oder Ganzheitlichkeit theoretisch zu verstehen. Und da habe ich mich mit Physikern zusammengetan und wir haben den Formalismus der Quantentheorie verallgemeinert. Schwierig wird es natürlich immer dann, wenn jemand mit Halbwissen eine beliebige Publikation, einen beliebigen Fakt, der in der Wissenschaft bekannt ist, nutzt, um daraus
oder davon ausgehen, einen Überbau zu generieren. Nicht anders in den Agrarwissenschaften. Ein besonders skurriles Beispiel lieferte die Universität Kassel. Dort gab es bis vor kurzem noch eine Stiftungsprofessur für biodynamische Landwirtschaft, die auf die okkulten Vorstellungen Rudolf Steiners zurückgeht. Landbau nach Mondphasen. Der Lehrstuhlinhaber hatte über die Existenz von Elfen und Klabautermännern spekuliert, die den Bauern beim Pendeln antworten sollen. Das grundsätzliche Argument: Es gibt dafür Bedarf in der Gesellschaft, also müssen solche Inhalte angeboten werden. Der Bedarf allein in der Bevölkerung kann kein Maßstab sein, ein universitäres Fach neu zu generieren oder zu implementieren. Ich glaube, dies wäre die denkbar schlechteste Version und bestens dazu angelegt, unser wissenschaftliches System zum Implodieren zu bringen. Zum Implodieren bringen das System wohl vor allem die knappen öffentlichen Mittel, sodass Universitäten gerne auf Stiftungsprofessuren, also fremdfinanzierte Lehrstühle, setzen. In Kassel waren es die Anthroposophen. In Frankfurt an der Oder bezahlt der Homöopathie-Mittelhersteller Hehl. Ein Schalk, wer Böses dabei denkt.